zuerst drei Sachen. Erstens findet den Fehler. Richtig, wir stehen 5-4 und sind gerade letzter in der Division. Und das sehe gerade relativ scheiße aus mit den Playoffs. Wir stehen 5-4. Wir spielen jetzt gegen die New England Patriots. Die stehen 4-5. Hoffentlich gewinnen wir. Wir haben nämlich gegen die Bengals verloren. Ich kann euch mal kurz zeigen, was wir hier verkackt haben alles. Damit ihr mal sehen könnt. Also wir haben gegen die Texans verloren. Also hier seht, jedes Spiel habe ich selber gespielt. Kein simuliert. Erstes Spiel, also im zweiten, in Woche 2 gegen die Texans verloren. Alles Mögliche gewonnen. Dann auf einmal haben uns die Broncos genommen. Dann haben die Steelers uns genommen. Und das habe ich selber gespielt vorhin. Da hatte ich aber keinen Bock aufzunehmen, weil es einfach, bin gerade erst von der Schule gekommen. Da habe ich ganz knapp 28-22 gegen die Bengals verloren. Das ist aber alles halb so schlimm, Leute. Wir spielen jetzt gegen die Patriots. Da will ich den Sieg sehen. Gegen die Lions, da will ich mehr als nur den Sieg sehen. Gegen die Ravens, da sehe ich auch einen Sieg. Nochmal optimistisch. Dann, oh, wir spielen zweimal hintereinander gegen die Ravens. Vielleicht packe ich das auch beides in ein Video, da hätte ich auch Bock drauf, ne? Dann spielen wir gegen die Raiders, Packers, Steelers und Bengals. Am Ende der Season wird es nochmal kritisch, deswegen finde ich das echt scheiße, dass wir jetzt hier verloren haben. Gegen einfache Gegner als auch gegen gute Gegner. Vorab. Was ich auch noch sagen möchte, neuer Controller, das heißt, wir dürfen heute nicht rangen. Das ist so ein LED-Controller, finde ich sehr wild. Finde ich mehr als geil. Habe ich mir jetzt gekauft, finde ich sehr geil. Und was ich auch noch machen wollte, ich guck mal kurz. Also das sehen wir ja hier, wie die anderen Teams stehen. Die NFC, oder warte, das können wir ja auch eigentlich so gucken. Ach Digga, was laber ich, das können wir so gucken, Sekunde. Können wir so gucken. Und zwar in der AFC North führen die Bengals. Ah ja gut, das ist unsere Division, das ist super. Die Bengals führen das an, dann die Steelers, dann die Ravens, dann die Browns. Das heißt, zwei Siege gegen die Ravens wären echt geil. AFC South, die Jaguars führen die an. 6-2, die Texans, die Titans sind letzter. Ach du Scheiße. Und die Colts sind Dritter. Die AFC East, die Bills 4-4, die Dolphins 4-5, oh, schön. Die Patriots 4-5 und die Jets 3-5, okay. AFC West, die Chiefs, Erster, Broncos, Raiders, Chargers, okay. Eigentlich hätte ich jetzt die, okay, aber krass, gut. NFC North, Vikings, Lions, Bears und Packers. Packers sind Letzter. Du Scheiße. Die Vikings und die Lions sehen gerade aus, als wenn die in die Playoffs kommen. Jetzt können wir ja den... Ja, wir spielen gegen die Patriots, ich dachte, wir spielen schon gegen die Lions, heute wird's gar. Falcons, Saints, Buccaneers und Panthers. Ah, okay, interessant. NFC East, die Cowboys, das Washington Football Team, die Eagles und die Giants. Der NFC West, die Rams sind Erster, auch in der NFC generell. Dann die 49ers, dann die Cardinals, dann die Seahawks. Also, und Aussichten in die Playoffs haben gerade die Bengals, die Jaguars, sind Nummer 6, ne? Ja. Die Steelers, die Chiefs, die Ravens und die Broncos. Und in der NFC, huch, in der NFC haben es die Rams, die Falcons, die Saints, die Cowboys, das Footballteam. Haben wir also, ne? Vier, ja, das Footballteam und die 49ers und die Buccaneers stehen dahinter, okay. Also, das heißt, es könnten sehr durchmischte Playoffs werden und ein sehr durchmischter Super Bowl. Kommt aber darauf an, wirklich, ob wir hier überhaupt heute gewinnen werden. Gegen die New England Patriots. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, nicht ausrasten, neue Controller, alles ruhig. Ist natürlich geil, dass ich habe jetzt wieder die Taste Dreieck und R1 und Steuerkreuz habe ich jetzt auch wieder alles frei. Das finde ich halt beim alten Controller kaputt war und jetzt beim neuen. Ist es halt, ne? Geil, und der leuchtet blau und ich finde das voll geil. Die hat noch, ich dachte, mit dem Blau sieht vielleicht generell für mein Setup viel geiler aus. Und ich finde, der fühlt sich richtig, richtig schön an. Der fühlt sich ganz anders an als so andere Controller. Aber mal gucken, ne? So, wir gehen rein. Natürlich, wir skippen das hier jetzt mal gegen die Patriots. Gegen, oh, wir kriegen so den Ball, sehr schön. Gegen das Bomben-Team, was mit Tom Brady so viel erreicht hat, aber jetzt nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die schlagen können. Große Hoffnungen hier heute. Hoffentlich verlieren wir nicht. Okay, die Dolphins haben schon mal gegen die Ravens verloren. Ist aber wie gesagt halb so schlimm. Das ist ja keine Dolphins-Franchise, sondern eine
Browns Franchise. Wir starten rein mit dem Lauf. Mit Nick Chubb. Könnte schon das First Down sein. Ja, ist direkt das nächste First Down. 9 Yards after Contact. Super, schöner erster Versuch. Und 10. Jetzt spielen wir den hier über... Ach, okay, das war halt auch wieder dumm. Oh, gefährlich, Digga. Das war mies. Schön, dass wir hier den Juke noch bekommen haben, weil eigentlich war der Pass richtig dumm. Wir laufen nochmal und zwar hier links vorbei ans linke Gap. Ins linke Eck-Gap rein. Ah, schade. Zweiter und eins müsste da, dritter und eins müsste das jetzt sein, richtig. Schönes Ding, Digga. Schönes Ding. Das macht so Spaß, Digga. Nick Chubb mit sehr, sehr guten Läufen heute hier. Guck mal, jetzt könnte ich auch theoretisch R1 drücken und auf Hand zu passen. Das ist geil. Schön, dass wir das jetzt machen können. Vielleicht machen wir das sogar. Kommt drauf an, wie Linebacker stehen. Ja, das ist viel zu weit. Ich weiß. Ach, egal. Halb so schlimm. Erste Interception des Spiels, das können wir aber alles wieder gut machen. Die starten ja eh an der 20-Yard-Line. Mac Jones und die Patriots, die gehen natürlich auf die Man-Coverage. Ihr habt jetzt auch bei den ganzen Spielen nicht mehr dieses komische Zeichen da. Ersten, boah, fast direkt Interception. Schade. Das ist immer so ein Ding, ne? Die Cornerbacks können halt wirklich bei jedem Play immer dazwischen spielen. Machen sie aber nicht, ne? Schade. Wir steuern Ofosu Koromore, wie der heißt. Schöner Hit, Digga! Schöner Hit muss ich an der Stelle sein. Sehr schöner Hit. Erstmal 10 zwar wieder. Gehen jetzt mal auf so eine Zonenverteidigung. Ja, okay. Ja, ist doch ein Run, aber können wir schnell stoppen. Sehr schön von der 28. Zweiter 9 für Mac Jones und die Patriots. Ich will auch mal gerne wissen, wie viele Interceptions ich schon geworfen habe. Das, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele das sind, aber das sind verdammt viele, das kann ich euch sagen. Weil im Spiel gegen die Bengals waren es nochmal zwei. Davor im Spiel waren es auch nochmal ein oder zwei. Also das sind schon... Das ist... Schade. Schade, dass er den jetzt ausgehalten hat, aber schön, dass wir den jetzt mal getackelt haben. Kack Nummer 16, Alter. Der war mir so unsympathisch im Spiel gegen die Dolphins in der Woche 1 war das, glaube ich, ne? In Woche 1, der war mir so unsympathisch, ne? So unsympathisch. Was ich am Überlegen bin, könnte sein, wenn ich das mache, dass das Video dazu dann schon mal... Schönes Ding, Digga. Schönes Ding. Schönes Ding. Let's go. Haben wir die Interception wieder gut gemacht und das ist Williams, der Typ, von dem ich gesagt habe, dass der 3 Stück in der Preseason gemacht hat und jetzt hat er seinen ersten oder zweiten in der Season. Wie toll ist das denn? Der Cornerback geht halt nicht mit, ne? Perfekt, Digga. Das war's dann an der Stelle auch schon wieder komplett. Boah, Alter, von einem All-Liner so nicht zu bekommen. Schön, das hat CJ Jackson jetzt auch noch eine Interception. Haben wir schon zwei. Seht ihr, da haben wir schon wieder zwei. Also wir haben jetzt locker schon über 10 Interceptions. Das ist ein bisschen nervig. Bisschen nervig. Boah, Fumble und wir haben den Ball wieder. Schönes Ding, Digga. Den Fumble und wir haben den Ball wieder. Das ist schön. Wir starten rein mit einem Lauf. Ja, okay, jetzt auf einmal wieder mit einem Pass. Schön Landry mit dem Catch. Wir gehen nur Huddle, weil ich den Touchdown jetzt auch ganz gerne hätte. Ah ne, doch, den laufen wir nochmal. Scheiß mal drauf. Den will ich nochmal laufen zum First Down. Schade. Normalerweise wäre ich durch gewesen, halb so schlimm. Wir gehen rein ins nächste Play. Machen wir nochmal diesen Spielzug. Das kann ich mit R1 spielen, das macht Spaß. So, das waren vielleicht auch noch höchstens ein Yard. Ja, war halt tatsächlich nur ein Yard. Gehen wieder nur Huddle, nehmen wir Display. Einfach, dass unser Thailand da frei ist. Schönes Ding, Digga. Schönes Ding.
Schönes Play, schönes Ding, schönes Play. Sehr schön. Und jetzt natürlich laufen, natürlich kann ich das Häppchen hier kassieren. Und da ist das Ding. Die Cleveland Browns mit dem ersten Touchdown in dem Spiel. Nick Chubb. Der hat auch schon einige Touchdowns. Ich glaube, der hat doch die meisten diese Season für uns schon gemacht. Schönes Ding, schöner Touchdown. Wir führen wieder. Und das hat, also wir führen endlich mal. Nach sehr, 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 sehr vielen Spielen führen wir mal. Beziehungsweise liegen vorne und haben die Chance gerade zu gewinnen. Das ist aber mal ein gutes Gefühl, mal nicht zu verlieren. Wir haben jetzt 3 Spiele hintereinander verloren. Das soll sich natürlich dementsprechend ändern. Deswegen Teamveränderungen will ich nicht vornehmen, weil ich mit dem Team mehr als zufrieden bin. Digga, der neue Controller bringt Glück. Glaube ich persönlich. Aber der neue Controller bringt Glück, glaube ich ehrlich. So, nächstes Play. Wir gehen hier hinten mit Walker hin, weil ich nicht weiß, ob der jetzt passt oder läuft. In der Passblitz, ja, und auch wenn er. Ach, schade. Das war das richtige Gap, aber trotzdem konnten wir ihn noch taggen. Sehr schön. Two Minute Warning und wir führen. Das ist super. Nur wir müssen den Ball abgeben, deswegen wäre gut, wenn wir den Ball jetzt nochmal vorzeitig zurückbekommen würden. Das wäre natürlich super. Schöner Tackle. Egal, konnten wir wieder tackeln. Das müsste dann jetzt auch der 4.1 sein. Wenn die jetzt punten, dann kriegen wir. Ja, das punten natürlich. Ja, gut, sind dann ihre eigenen 38, das ist halt auch immer so ein Ding, ne? Okay, wir returnen auch. Das sieht nicht schlecht aus. Okay, an die 21 haben noch knapp eine Minute Zeit hier zu scoren. Das wäre super. Weil dann haben wir ein größeres Ergebnis zum. Also, da, was die auffüllen müssen. Kreis oder Viereck oder drei, kommt drauf an, wie. Frei, ja, okay, gut. Auch wieder richtig dumm geworfen. Also, eigentlich wäre Dreieck die Macht gewesen. Boah, und der. Oh, nee, oder? Was ist das denn? Interception und dann der Fumble, den wir rausgeholt haben. Das ist krass, muss ich ehrlich sagen. Das ist. Das ist geisteskrank, muss ich wirklich sagen. Nick Chubb. Schade. Leider kein First Down. Halb so schlimm. Aber schönes Play von Nick Chubb. Die kommen, werden da durchkommen, deswegen. Oh, was macht der da, Digga? Was macht der da? Und das ist jetzt, glaube ich, entweder die dritte oder vierte Interception, die wir schon gemacht haben. Und das ist nervig, muss ich wirklich sagen. Es ist schade, dass wir so viele Interceptions werfen. Aber dafür holen wir hier, oh, haben wir schon den zweiten Fumble rausgeholt. Das ist natürlich auch geil. Schönes Ding, dass wir den nicht gefallen. Also Jacoby Myers ist die 16 von denen hoch. Vergessen. Ja, schönes Ding, dass er den nicht gecatcht hat, muss ich wirklich sagen. Schönes Ding. Second. Ah, schade. Dritter und C. Jetzt halten, das wäre super. Cover 6. Ach, Digga, jetzt habe ich den noch unnötig. Unnötig den das First Down geschenkt. Meine Güte. Ja, roughing in the pass, ich weiß. Habe ich gemerkt. Ja, erst von 10 an der 25 bei mir. Das ist natürlich richtig geil. Ja, oh, haben wir ja schon weit angekommen. Wir führen immer noch 7-0. Das ist trotzdem halb so schlimm eigentlich. Natürlich nur dumm gewesen, dass wir jetzt hier. Wieder ein guter Hit. Dumm gewesen, dass wir jetzt hier die unnötigen 18 gebracht haben. Aber gut, ne? Intercepte den doch Nummer 43. Meine Güte. Hier, so eine Cover, keine Ahnung was das ist, aber auf jeden Fall eine Cover 2.
Kadu. Boah, wieder Fettheit von Denzel Ward diesmal. Also wir hitten sehr stark. 6 Sekunden noch auf der Uhr. Williams jetzt steht rechts. Schade. So, 7-3. Und wir haben noch 3 Sekunden, aber das kann man eigentlich. Ist eigentlich egal, also so, ne? Bitte nicht. Ah, der 25, okay, hat noch alles gezählt. Sehr schön. Strong und dann dieser Spielzeug. So, da geht man. Hoffentlich geht der Safety dann nicht mit. Doch, geht er, aber ich probiere es trotzdem mal. Schönes Ding. Ach, Zeit vorbei, schade. Ja, nochmal ein paar extra Yards. Jetzt habe ich jetzt. Ah, schade, ich wollte den Halftime-Report gucken. Egal. Haben wir jetzt halt einmal vergessen. Halb so schlimm. Und den jetzt direkt mal nach da hinten. Ja, an der 27-Yard-Line getackelt. Schön. Schön, 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 deswegen. McDowell jetzt nochmal, komm. Boah, fast der zweite Ding, Digga. Ja, Williams, freu dich nicht, wäre fast die zweite Interception gewesen. Das wäre schön gewesen. Wir haben uns schon so viele Drives kaputt gemacht durch Interceptions, die auch teilweise echt unnötig waren. Aber wir können gut hier, ne? Läuft eigentlich bisher das Spiel sehr gut. 7-3. Drittes Viertel. 3-10. Wo war da die. Digga, was war das denn, Digga? Wo war da denn die Vernähe? Komm. Also, wo da die Verteidigung war bei meinem Cornerback, weiß ich auch nicht, Digga, ganz ehrlich. Kann man das schon hier. Nein, kann man noch nicht unbedingt im Replay gucken. Das will ich mir einmal angucken. Instant Replay, wo der Cornerback da für den Deppen war, wirklich. So, Williams. Nö, ich gehe nach hinten, alles gut. Und der. Ja, Digga, ganz ehrlich. Tackeln und laufen können sie alle nicht. Schlecht. Ja, jetzt liegen wir wieder hinten. Das ist natürlich nicht so gut. Schade, dass wir da nicht durchgekommen sind. Ist natürlich nicht so gut. Mit 3 Punkten liegen wir hinten. Wir könnten ausgleichen mit dem Field Goal, aber ich will den Touchdown haben. Und auch gucken, dass wir keine unnötige Interception werfen. Das ist dann wieder dumm. Müssen wir returnen, sonst haben wir an der 1-Yard-Linie den Ball. Ja, ist auch kein schlechter Return gewesen an die 25-Yard-Line. Perfekt. So, also. Ja. Das ist immer so ein Ding bei dem Spiel, ne? Entweder du hast Glück oder du hast kein Glück. Und wir haben kein Glück, Digga. Das wäre der schönste Catch gewesen, den ich je gesehen habe. Aber nein. Schade. Job. Schön, schön, schönes First Down. Komisches First Down, aber schönes First Down. Ja, machen wir erstmal den hier. Schicken Jarvis Landry auf eine Sweep. Mal einfach mal angucken. Ja, okay, perfekt, Digga. Das hat sich ja ganz schnell herausgegeben. Ja, dass der Typ auch weiß, wo ich hinjuke, bevor ich gejukt bin. Ja, toll. Meine Fresse, Digga. Meine O-Line war mal wieder richtig da, Digga. Die haben einen Double Man, der gar nicht von durchgekommen ist, ganz ehrlich. 318. Double Team, meine ich, sorry.
Alles, was ich habe, nach vorne. Fast eine Interception. Ja, müssen wir punten, Digga. 4 oder 18. Oh, ey, das ist wieder so ein Spiel. Bitte verlieren wir das jetzt nicht. Das wäre dann richtig dumm, Digga. Hätten wir 4 verlorene Spiele hintereinander, die eigentlich alle. Wäre eigentlich. Wir hätten eins verloren. Eins vielleicht verloren. Aber nicht so viele. Okay, komm. Lässt er sich dadurch 5 Leute wieder durch, dann ist er wieder super realistisch. Na, soweit so gut. Komm, Walker. Natürlich. Jacoby Myers, Alter. Oh, Mann, ey. Jetzt habe ich ja wieder keinen Bock zu spielen. Stellt mal vor, wir verlieren gegen die Lions, Digga. Da kann ich die Franchise eigentlich komplett in den Müll werfen. Und gegen die Lions verlieren, das wäre Ende, Digga. Da brauche ich gar nicht mehr Madden weiterspielen. No Front an alle Leute, die Lions-Fans sind oder so, aber. Junge. Ist ganz kritisch, ne? Wenn man gegen die Lions eventuell verlieren könnte. Immer das. Oh, Digga. Hallo. Tackle not so bei euch. Hier Nummer 33. Okay, Quarter vorbei und die sind immer noch im Ball und sind unsere eigenen 22. Bitte. Bitte jetzt kein Touchdown. Macht die 3, macht hier 4. und 10, macht 3 Point. Und dann kann ich das ganze Ding noch aufholen, Digga. Und muss ich nicht hier gefühlt. Boah, Digga, wo war der denn, Digga? Wo war denn mein. Wer war denn das jetzt, der da das halbe Play verschissen hat, Alter? Wer war das denn? Auf jeden Fall in der O-Line. In der D-Line, meine ich. Digga, was macht der denn da? Ich habe nicht mal jetzt gedrückt. Ist der Running? Digga. Das ist auch der dummsten Sachen, die ein Running Back je machen kann, ne? Pass auf, ne? Wenn der da gerade mal aufstehen ist, dann lauf doch nach links weiter, Digga. Du bist doch viel, viel schneller. Der muss doch erstmal aufstehen. Schönes Bild. So, jetzt geht's weiter. Warum habe ich jetzt einen Timeout gemacht? Sorry, war meine Schuld. Ja, sind in der Red Zone. Dürfen keinen Touchdown machen. So, ich stelle mich jetzt mit Harrison hier vorne hin. Wenn die jetzt keinen Run machen, habe ich ein kleines Problem. Wir machen einen Run. Und der war schön gestoppt, Digga. Das war richtig schön, Digga. Für minus Yards getackelt. Schönes Ding, Digga. Okay, eigentlich wollte ich auf Zonenverteidigung, aber er hat den nicht gefangen. 4 und 3 jetzt. Bitte nimm 3 Punkte, danke. Weil dann kann ich das ganze Ding hier noch aufholen. Sehr schön. Schönes Play von der Defense an der Stelle. Jetzt müssen wir halt nur scoren, ne? Oh, den haben wir sogar fast geblockt. Schade. Field Goal. Rein. So, heißt noch nichts. Alles gut. Wir können das ganze Ding noch gewinnen. Und das habe ich jetzt auch vor. In Spielzeit 2 Timeouts, also sozusagen 3 eigentlich. Ja, am Arsch, natürlich, den kann ich mich auch am Arsch lenken. So, 25 Yards sind es von da, wo wir starten. Wir werden am Arsch mit einem Dingen starten, weil ich würde ganz gerne den Spielzug auch weiterführen als nur 3 Yards, ja, ehrlich. Boah, ja, okay, jetzt denkt er. Ja, nee. Okay, schade, ich dachte. Boah, ich dachte auch schon wieder, der wäre ganz gefährlich gewesen. So, wir gehen natürlich die ganze No-Huddle, damit wir laufen jetzt. Wir gehen natürlich die ganze Zeit No Huddle, damit wir hier auch möglichst viele Plays. Oh, gut, Injury Timeout, alles gut. Wenn die sich da selber verletzen, habe ich ja das richtig gemacht. So, meine Lieblingsformation: 2 Running Backs, 3 Receiver. Jetzt kommt drauf an, was der Line. Ja, okay, der geht rein. Das heißt, wir können kurz ein bisschen warten und werfen noch. Boah, ich war gerade schon ein bisschen am Zittern, dass das jetzt eine Interception ist. Das wäre wieder so eine richtig dumme gewesen, ne?
Eigentlich, ja komm, na, muss ich halt probieren. Schön. Es kommt auf an, es ist 4 und 5, okay. Ich muss ja nicht dafür gehen. So, wir passen, kurzer Pass, das wäre einmal Kreis und den probiere ich auch noch, um eine Drag zu schicken. Das heißt, ich probiere jetzt einen Spielzug zu machen, wo viele, viele Leute in eine Drag laufen, damit ich einen kurzen Pass anbringen kann. Okay, hier können ein paar Leute in eine Drag laufen. Der kann eine laufen, der kann eine, der läuft tatsächlich sogar eine. Ne, warte mal. Dann läuft der, ne, in. Der läuft this. Und dann einfach mal, ja, sehr schön. Oh mein Gott, Digga. Oh mein fucking Gott, Digga. Oh mein fucking Gott. Ah, Digga, und da macht mein eigenes Team mir mein Spiel kaputt, wirklich. Das ist. Ich darf den Controller nur jetzt nicht hauen, Digga. Das ist, der ist neu. Ich darf nicht. Der ist neu, das ist scheiße. So. Schön, 2 und 11. Ja, das Problem ist halt nur, die Zeit geht immer weiter runter. Das ist natürlich scheiße. Und wir haben zwei Timeouts. Wir haben den Drive natürlich wieder verkackt, weil er den nicht gefangen hat. Und es liegt einfach wieder an uns selber, Digga. Ich kann, verstehe es nicht. Wirklich nicht. Schöner Hit. Wieder für Minus Yards. Hört doch auf zu reden, Digga. Es geht um Zeit hier, Digga. Es geht um fucking Zeit. Jetzt mach den Spielzug, nach dem Spielzug nehme ich einen Timeout. Mach jetzt. Mick Jones, du Arschgeige. Danke. Schönes Ding, Timeout. Schönes Ding, schönes Ding. Die können von da. Ne, ne, die punten. Okay, 30 Sekunden auf der Uhr, die punten. Okay, komm. Das macht keine Faxen mehr, sondern spiel bitte ordentlich das Scheißspiel. Ja. Gut, na. Das ist ja schon mal safe. So, an die 25er. 26 Sekunden auf der Uhr. Eine Timeout. Ich würde ganz gerne immer ins Auslaufen. Ja? Okay. Ja. Jetzt komm, jetzt geh ins Aus, geh ins Aus. Ist scheiß aus fürs Down. Einfach nur ins Ausgehen, damit die Zeit angehalten wird. Wir haben 20 Sekunden, wir haben ja mehr als ein Play. Warum schickt er mir hier eine Elementary vor? So, warte. Wir machen das hier. Ach, Digga, da stehen auch wieder. Stehen zu viele Leute. Das ist mir zu gefährlich, da was zu werfen. Schönes Ding. Ins Aus, geh ins Aus. War der Maus? Nee, war der natürlich nicht, Digga. Weil der volle Maus gewesen war. Das Ding ist halt, wir müssen halt den Touchdown nehmen. Das ist halt das scheiß Problem. Also, dass die da auch immer mit. Wie vielen Cornerbacks die da auch immer stehen, ne? Das ist anstrengend. Komm, Nick Chubb. GG. Na, die Zeit läuft, Digga. Ach, Mann. Irgendwas zum Werfen, Digga. Mann, Digga, schon wieder das nächste Spiel verloren. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich.